Ja, vielen Dank. Willkommen zurück. Jetzt zu unserem kleinen Kurs-Workshop Force für blutige Anfänger. Ich habe für alle Teilnehmer ein System eingerichtet, mit dem man über einen ganz normalen Browser auf einem Terminal mit installiertem GeForce kommen kann. Die URL seht ihr jetzt hier gerade am Bildschirm Ja, klar, geteilt. ja. Diese Webseite, die ihr hier seht, findet ihr unter free-force-schulung.de. Wenn ihr da drauf geht, seht ihr diese Seite, da findet ihr dann den Link auf die Terminal-Applikation. Ihr findet auf dieser Seite auch viele Informationen über Force. Einiges davon werde ich jetzt gleich zeigen und erzählen. Nicht alles, dafür reicht die Zeit nicht. Aber die Seite ist dafür da, dass ihr euch das nicht aufschreiben müsst, sondern ihr könnt später mal wieder auf diese Seite zurückkommen und die dort gezeigten Befehle ausprobieren und später wieder nachlesen. Ich warte jetzt kurz darauf, dass jeder sich einloggt, wer sich dort einloggen möchte. Es besteht auch die Möglichkeit, eine eigene GeForce-Installation zu benutzen. Das heißt, es gibt nicht den Zwang, hier irgendwo das webbasierte System zu benutzen. Wenn man sich einloggt, wird man nach dem Namen der Force-Umgebung gefragt. Das ist keine Sicherheitsfunktion, sondern es geht darum, dass, falls man den Browser schließen muss oder einen Reload der Webseite macht, wenn man dann den gleichen Namen wieder eingibt und der eindeutig ist zwischen allen Benutzern, dann kommt man wieder in die gleiche Umgebung herein. Das heißt, wenn man zum Beispiel Dateien angelegt hat, dann sind die Dateien auch nochmal da. Wenn man einen neuen Namen angibt, dann kriegt man eine ganz frische, komplett neu gestartete Umgebung. Dann sind aber auch Dateien weg, die man eventuell vorher angelegt hat. Wenn ihr zwischendurch Fragen habt, dann dürft ihr mich gerne unterbrechen und Fragen stellen. Ich habe so mit einem Auge Blick auf den Chat und auch Blick auf das Twitch, auf den Chat dort. Und wenn ich dort Fragen sehe, werde ich die zwischendurch beantworten. So, starten wir mal. Warum denn überhaupt Force? Ja, Force hat mehrere Vorteile, hat aber auch einige Nachteile vielleicht gegenüber anderen Programmiersprachen. Ziel dieses Kurses ist auch nicht, dass ich jedermann bekehren möchte, Force zu benutzen, sondern Sinn ist es, einfach den Horizont zu erweitern für die Leute, die bisher Force noch nicht in Benutzung haben, noch nicht gesehen haben oder vielleicht schon mal gesehen haben und sich gefragt haben, was soll das denn? Das ist ja total unverständlich, um einfach einen Einstieg zu geben in diese Sprache, bisschen Verständnis dafür zu wecken, wie sie funktioniert und die Möglichkeit zu geben, ein bisschen mitzureden, ein bisschen mehr zu verstehen von dem, was wir an diesem Wochenende hier in dieser Forsttagung besprechen. Es wird nicht möglich sein, in einer Stunde oder vielleicht anderthalb Stunden, die wir hier heute haben, jeden zu einem super Expert-Force-Programmierer auszubilden. Das klappt nicht. Das ist ein kleiner Einstieg. Wir können uns aber durchaus vorstellen, dass wir so einen Kurs mit dem Setup, den ich jetzt hier habe, in der Zukunft auch mal über längeren Zeitraum, mehrere Abende zum Beispiel, durchführen und dann tiefer ins Detail rund um Force gehen können. So, die initiale Frage: Warum denn überhaupt Force? Ja, warum will man das benutzen? Immer wenn ich was eintippe, möchte ich euch auch einfach einladen, das auch zu tun und auszuprobieren, interaktiv hier im Force. Ja, warum Force? Force ist interaktiv, man kann Sachen schnell ausprobieren. Das ist ein großer Vorteil gegenüber Sprachen, die erst durch einen Compiler laufen müssen. Das ist etwas, was sonst man von Skriptsprachen her kennt, von solchen Sprachen wie Python, Ruby, Perl und Ähnlichem. Entschuldigung, Carsten, Meldung Jawohl. aus dem Twitch-Chat. Das Mikro hätten Sie gerne ein bisschen lauter, wenn du es irgendwie schaffst. Okay, ich versuche das mal.
So besser? Ist auf jeden Fall lauter. Okay. Ich versuche das jetzt mal so zu machen, dass mir mein Mikro runterfällt hier. Okay. Diese Interaktivität findet man bei Skriptsprachen sonst. Allerdings sind diese Skriptsprachen sehr schwergewichtig, relativ schwergewichtig verglichen mit einem Force. Ein Force ist sehr, sehr leichtgewichtig. Leichtgewichtig einmal, wenn man nachguckt, wie viel Speicherplatz so ein Force verbraucht. Das berechnet sich eher in Kilobytes, denn in Megabytes. Das ist auch leichtgewichtig in der CPU-Belastung. Man kriegt trotz Interaktivität und einem Gefühl wie an der Skriptsprache relativ viel Performance aus einem Force heraus. In der Regel mehr, als man aus den populären Skriptsprachen herausbekommt. Und es ist auch leichtgewichtig im Energieverbrauch. Das heißt, auf mobilen Geräten, auf Geräten, die mit Batterie und Akku laufen, ist Force eine gute Wahl. Es ist also leichtgewichtig. So, was ich hier mache und was ich hier eintippe, das wird hinterher noch klarer, was das mit den Klammern soll. Weitere Gründe. Force ist auf sehr, sehr vielen Rechnern und Mikrocontrollern verfügbar. Das liegt einfach daran, dass so ein Force-System im Grunde sehr, sehr simpel ist. Das hat dann zur Folge, dass wenn sich Programmierer 1, 2, 3 Jahre mit Force beschäftigt haben, sie dann anfangen irgendwann, und an dem Punkt kommt jeder irgendwann, sich ihr eigenes Force-System schreiben, weil es einfach so einfach ist. Und da das so einfach ist, gibt es eigentlich für sämtliche Betriebssysteme, Mikrocontroller, CPU-Systeme und auch die obskursten und nischenartigsten Computer gibt es ein Force-System. Sodass, warum ist der Stream jetzt so unscharf? Keine Ahnung. Das ist vermutlich, weil jetzt bei dir gerade das Internet hakt oder so. Bei mir, ich werde dir gleich. Und dadurch, dass das auf so vielen Rechnern verfügbar ist, kann man Gelerntes, was man einmal gelernt hat in Force, schnell weiterverwenden, immer wieder verwenden. In der Evolution der Computergeräte einfach auf das Neueste gehen, was es da gibt, aber seine alten Programme, sein gelerntes Wissen immer wieder mitnehmen. Und das schon seit jetzt fast 50 Jahren. Ja, das ist gut. Also, es ist wunderbar portabel. Und als letztes, was ich anführen möchte, ist, dass man es wunderbar erweitern kann. Force programmiert man, indem man das Force-System, was man zur Hand hat, entsprechend erweitert, bis aus dem Force-System die eigene Anwendung geworden ist. Man schreibt nicht im direkten Sinne Programme in Force, sondern es ist eher so, man nimmt sich ein Force-System, was kommt, und man nimmt bestimmte Funktionalitäten weg, die man nicht braucht, und man fügt Funktionalitäten hinzu, die man in seiner Anwendung sehen möchte, und dadurch erzeugt man sich seine Anwendung. Und man hat volle Kontrolle über die Sprache. Man schreibt nicht nur die Anwendung, sondern im Programmieren verändert man das Force selber und man verändert die Sprache. Und dadurch kann man fehlende Funktionen sehr einfach nachrüsten. Sowas wie Multitasking, objektorientierte Programmierung, funktionale Programmierung, Testen, Unit-Tests, solche Sachen, wo wir eben drüber gesprochen haben im vorherigen Vortrag. All das lässt sich in jedem Force nachrüsten. Egal, wie alt das Force schon ist. Und wenn man ein Force, sage ich jetzt mal, für einen Mikrocontroller oder einen Rechner kriegt, das schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und von Hause aus nicht die neuesten Funktionen mitbringt, ja, dann geht man hin und erweitert das Force einfach um diese neuen Funktionen und dann ist man wieder auf dem gleichen Level. Auch das macht Force sehr portabel über die verschiedenen Rechnersysteme hinweg. So, das war warum Force. Die Basiseinheit, und jetzt gucken wir uns wirklich die Sprache an, die Basiseinheit vom Force ist das Wort. Und das Wort ist eine Sequenz von beliebigen Zeichen außer dem Leerzeichen. Und mit beliebigen Zeichen ist wirklich
beliebige Zeichen gemeint. Das heißt, eine Zusammenführung von Sonderzeichen ist auch ein gültiges Force-Wort. Ein Wort in Force ist eine Funktionseinheit eines Force-Systems und somit vergleichbar mit Prozeduren und Funktionen in anderen Programmiersprachen. Diese Wörter werden durch Leerzeichen voneinander getrennt. Ich kann das mal kurz demonstrieren, indem ich sage hier, Wort ist einfach eine Funktion. Ja, was ich genau hier mache, wird später noch klar. Und was ich jetzt hier definiert habe, ist eine neue Funktion, eine neue Prozedur, ein neuer Unterprogrammaufruf innerhalb des Force. Und ich kann das ausführen, indem ich dieses Wort einfach tippe. Und es gibt den Text eine Funktion aus. Ich kann aber, wenn ich so ein neues Wort erzeuge, auch ohne weiteres das so nennen. Ja? Und sage, ja, auch dies ist ein gültiges Force-Wort. Und da sagt er auch okay. Und wenn ich das jetzt hier eintippe, das Sternchen, dann wird genau das ausgeführt, nämlich der Text, auch dies ist ein gültiges Force-Wort, wird ausgegeben. Nicht, dass das jetzt sehr sinnvoll wäre, Funktionsaufrufe und Force-Wörter so zu benennen, aber es ist möglich. Man hat dort keine Begrenzungen. Und da moderne Force-Systeme wie hier das GNU-Force, das G-Force, auch Unicode-fähig sind, habe ich auch die Möglichkeit, Hieroglyphen zu verwenden oder Klingonisch oder beliebige andere Zeichen, die im Unicode vorkommen. Die Force-Syntaxregeln sind sehr, sehr einfach. Die Hälfte habt ihr schon gesehen, nämlich dass die Eingaben durch Leerzeichen getrennt werden und sämtliche Eingaben werden von links nach rechts ausgewertet. Immer von links nach rechts ausgewertet. Und diese Eingaben, die sind entweder Force-Wörter, solche, wie ich jetzt gerade hier schon gezeigt habe, oder sie sind Zahlen. Also so etwas wie 1, 2, 3, 4 oder 5, 4, 3, 2, 1. Das sind halt Zahlen. Die sind keine Funktionen, sondern wenn ich eine Zahl eingebe, dann wird diese ausgewertet und auf eine spezielle Datenstruktur, den Stapelspeicher, im Englischen Stack, gespeichert und von dort können sie aufgerufen werden. Die Ausgabe OK im GNU-Force gibt mir immer an, dass was immer ich dort eingegeben habe, fehlerfrei war und auch vom Force verstanden wurde. Und die Ziffer, die hinten angegeben wurde, das sind die Anzahl von Werten, die jetzt gerade auf dem Stapelspeicher liegen. Und wir sehen jetzt hier, dass nach meiner Eingabe von 1, 2, 3, 4 er sagt OK 1, weil jetzt ein Wert, nämlich 1, 2, 3, 4, auf dem Stapelspeicher liegt. Und nach der zweiten Eingabe von 5, 4, 3, 2, 1 liegen zwei Werte auf dem Stapelspeicher. Die kann ich mir auch angucken mit dem Befehl .s. Der Punkt oder Dot im Englischen sagt, ich möchte etwas ausgeben. Und das S ist die Kurzform für Stack, Stapelspeicher. Und dieser Befehl gibt mir aus, was jetzt gerade auf dem Stapelspeicher liegt, nämlich zwei Werte. Und dort sehe ich meine beiden Werte. Wobei der zu oberst liegende Wert ganz rechts ausgegeben wird und der zu unterst liegende Wert links ausgegeben wird. Also der Stapelspeicher ist ein LIFO, eine LIFO-Datenstruktur, eine Last-In-First-Out. Datenstruktur. Das, was ich zuletzt draufgeschrieben habe, wird zuerst auch wieder ausgegeben. Und das ist immer das, was rechts steht. Und alles das, was links steht, liegt darunter. Und wenn ich daran gehen möchte, wenn ich das haben möchte, dann muss ich entweder diesen Stapelspeicher umsortieren oder ich muss die darüber liegenden Elemente erst entfernen, damit ich darunter greifen kann. Ist nicht ganz korrekt. Es gibt auch eine Möglichkeit, direkt dahin zu greifen. Aber für die meisten Situationen ist das so.
Ein Wort zur Sicherheit. Im Force gibt es sehr selten Sicherheitsnetze. Und wenn es Sicherheitsnetze gibt, dann in der Regel auch nur die Sicherheitsnetze, die der Programmierer selber hinzugefügt hat. Das heißt, bei dem typischen Programmierer, der ein bisschen lazy ist, gibt es dann keine. Das hat Vor- und Nachteile. Es hat für den Anfänger erstmal den Nachteil, dass man durch Fehler in der Programmierung, und die passieren am Anfang halt häufiger, dass man sich das System komplett zerschießen kann und komplett auch neu starten muss. Da muss man drüber, und das ist erstmal eine Lernkurve. Das geht aber so nach 1, 2, 3 Sitzungen mit so einem Force-System dann weg, und dann fühlt man sich auch ein bisschen, kennt man sich ein bisschen aus mit dem Force-System, und dann passiert das schon nicht mehr. Es gibt auch Force-Systeme wie das System 4TH vom Hans Besemer. Das gibt es auch unter allen gängigen Betriebssystemen. Das ist extra so programmiert, dass es absturzsicher ist. Das kriegt man nicht zum Crashen. Wer startet, kann damit auch sehr gut anfangen. Über den Stack habe ich schon gesprochen, dass das dieser LIFO-Stack ist. Ich zeige noch mal ein paar weitere Beispiele. Wenn ich hier 1, 2, 3 und dann Punkt S angebe, dann werden die ersten 3 Ziffern, da sie durch Leerzeichen getrennt sind, interpretiert und auf den Stapelspeicher geschrieben. Und das Punkt S gibt mir dann den aktuellen Stapelspeicher aus. Und auch dort sehen wir jetzt, dass die 2 vorherigen Werte noch auf dem Stapelspeicher sind und das 1, 2, 3 dazugekommen ist. Wenn ich die jetzt anzeigen möchte, dann gibt es den Befehl nur Punkt, Dot. Man könnte sagen auch Stack Print. Und der Punktbefehl, der macht Folgendes. Er nimmt sich den obersten Wert, den ganz rechts stehenden Wert in der Ausgabe, und gibt dem auf der Kommandozeile auf dem Force-Prompt aus. Und danach ist der vom Stapelspeicher auch verschwunden. Das heißt, wenn ich jetzt wieder ein Punkt S angebe, dann haben wir nur noch 4 Werte, keine 5. Und die 3 ganz rechts ist verschwunden. Als nächstes ist die 2. Und Force ist eine Sprache, die nennt man auch konkatenativ. Das ist die Art der Programmiersprache, konkatenativ von zusammenfügen, weil man die Wörter, die Befehle im Force einfach hintereinander schreiben kann, mit Leerzeichen getrennt. Man programmiert also dadurch, dass man bestehende Elemente der Sprache einfach hintereinander schreibt und dadurch Programme erzeugt. Hier habe ich jetzt 4-mal mit Leerzeichen getrennt den Punkt angegeben, und der bewirkt jetzt, dass alle Werte, die noch auf dem Stapelspeicher liegen, genommen werden, ausgegeben werden. Man sagt auch, sie werden konsumiert von diesen Wörtern, von den Punktwörtern, und ausgegeben, und sind danach ist der Stapelspeicher komplett leer und hat keine Werte mehr. Ein Punkt S zeigt das auch an. Wir haben jetzt 0 Werte auf dem Stapelspeicher, und hinter dem OK wird auch keine Ziffer mehr ausgegeben. Eine Besonderheit von Force verglichen mit anderen Programmiersprachen ist die umgekehrte polnische Notation in der Art, wie gerechnet wird. Das heißt, wir schreiben nicht in Infix-Notation. Das heißt, wir schreiben Operatoren nicht zwischen die Ziffern. Wir schreiben also nicht 1 plus 2, sondern wir schreiben die Operatoren am Ende. Wir geben also erst die Argumente zu den Operatoren an, schreiben die auf den Stapelspeicher und geben dann den Operator an. Hier gebe ich die Werte 1 und 2 auf den Stapelspeicher, addiere dann die obersten Werte, nämlich die 1 und die 2, und gebe am Ende durch das Punkt das Ergebnis wieder aus, und wir erwarten jetzt hier den Wert 3, und voilà, das hat auch funktioniert. Also was hier jetzt passiert ist, ist, der Wert 1 wurde auf die Datenstruktur Stapelspeicher gelegt, der Wert 2 wurde auf die Datenstruktur Stapelspeicher gelegt. Das Plus hat die obersten Werte
addiert und durch das Ergebnis ersetzt. Das Ergebnis ist die 3 und das Wort Punkt, Dot, gibt diesen Wert wieder aus. Und dadurch ist der Stapelspeicher wieder leer. Das hat zur Folge, dass wir keine Klammern benutzen müssen und auch nicht brauchen, weil durch die Eingabe der Reihenfolge der Operanden und der Parameter ergibt sich automatisch, wie gerechnet werden soll. Das heißt, ein 3 und 4 plus 5 mal berechnet erst einmal durch Addition die Summe von 3 und 4 und multipliziert diesen Wert dann mit der 5. Und wir erwarten jetzt hier die 35, also 5 mal 7. 3 plus 4 sind 7, mal 5, 35. Keine Klammern wurden benötigt. Die Multiplikation hat jetzt hier keine höhere Priorität als die Addition, sondern rein durch die Reihenfolge der Operanden und der Operatoren wird angegeben, wie gerechnet werden soll. Die gleichen Werte nochmal, aber in einer anderen Reihenfolge ergeben jetzt auch eine andere Berechnung. Jeder denkt jetzt mal kurz 10 Sekunden darüber nach, was hier das Ergebnis sein könnte und wie es gerechnet wird und merkt sich das im Kopf. Und dann probieren wir das mal aus, was hier passiert. Also wir schieben die 3, die 4 und die 5 auf den Stapelspeicher. Und dann kommt das Sternchen für Multiplikation. Und die meisten arithmetischen Operationen in Force arbeiten immer auf den obersten beiden Stapelspeichereinträgen. Das heißt, hier wird der Wert 4 mit dem Wert 5 multipliziert. Das Ergebnis ist 20. Und dann wird dieses Ergebnis 20 nochmal addiert mit dem darunter liegenden Wert, nämlich der 3. Und als Ergebnis sollten wir jetzt hier eine 23 bekommen. Und voilà, das ist auch der Fall. Wenn man sich Force-Programme anguckt, dann stößt man hin und wieder auf Klammern. Und ich habe ja gerade gesagt, dass Klammern gar nicht notwendig sind. Warum gibt es dann in dem Quellcode Klammern, fragt ihr euch. Und auch das Geheimnis kann ich lüften. Wenn ihr also etwas seht wie so eine Notation, dann sind diese Klammern Kommentare. Die geöffnete Klammer startet einen Kommentar. Und die schließende Klammer beendet den Kommentar. Und alles, was dazwischen liegt, wird vom Force nicht gesehen. Und man schreibt in diesen Kommentaren etwas, das nennt sich auch einen Stack-Kommentar. Und dieser Stack-Kommentar auf der linken Seite gibt an, was in ein Wort, hier in das Wort Punkt, hineingegeben wird oder was konsumiert wird, was vom Stapel genommen wird. Und dann gibt es zwei Minuszeichen oder Bindestriche. Und dahinter wird angegeben, was als Ergebnis dieser Funktion, dieses Wortes, wieder auf den Stapelspeicher abgelegt wird. Beim Wort Punkt ist das nichts. Das Wort Punkt gibt den obersten Wert vom Stapelspeicher aus, hier durch das N gekennzeichnet. Und es hinterlässt nichts Neues auf dem Stapelspeicher. Das heißt, man sagt auch, es konsumiert einen Wert N, eine natürliche Zahl und hinterlässt nichts auf dem Stapelspeicher. Wenn ich dieses jetzt ausführe, bekomme ich einen Fehler, nämlich einen Stack Underflow. Einfach deswegen, weil ich versucht habe, hier den Punkt auszuführen, der ja ganz vorne in der Zeile steht. Und der Punkt
versucht jetzt, den obersten Wert des Stapelspeichers auszugeben. Da lag aber gar nichts auf dem Stapelspeicher. Und deswegen sehen wir jetzt hier diese Fehlermeldung. Wenn ich mal einen Wert auf den Stapelspeicher lege und dann ausführe, dann sehen wir, dass die 5 ausgegeben wird und was immer wir in den Klammern geschrieben haben, hat keinen Effekt, weil es ist ein Kommentar. Es ist rein für den menschlichen Konsumenten, für den Programmierer, für denjenigen, der den Quellcode später liest, damit er weiß, was hier auch passiert. Ein weiteres Beispiel eines Stack-Kommentars hier für die Addition. Und dieser Stack-Kommentar sagt aus, dass das Plus, der Operator für Addition, 2 Werte auf dem Stack erwartet, 2 Werte konsumiert. Das sind die beiden Ns auf der linken Seite. Und als Ausgabe haben wir wieder ein N, wieder eine natürliche Zahl auf der rechten Seite. Das ist das Ergebnis der Addition, die hinter den Klammern mit dem Punkt auch wieder ausgegeben wird. Wenn man jetzt so mit dem Stapelspeicher arbeitet, dann hat man immer wieder das Bedürfnis, die Werte auf dem Stapelspeicher neu zu sortieren. Und es ist so das Ziel jedes Force-Programmierers, möglichst sparsam mit den Werten auf dem Stapelspeicher umzugehen und möglichst selten die umzusortieren zu müssen. Gerade wenn man anfängt mit der Force-Programmiersprache, braucht es aber einige Zeit, bis man genug Erfahrung aufgenommen hat, um auch das richtig gut zu können, sodass gerade für Anfänger es wichtig ist, dass man lernt, naja, wie kann ich denn diese Werte auf dem Stapelspeicher auch mal umsortieren. Das Optimieren der Programme und das möglichst wenig Jonglieren von Stapelspeichereinträgen, das ist dann die Optimierung, die man später macht. Da hätten wir jetzt als erstes Wort das Swap. Und das Swap macht Folgendes. Es vertauscht die Werte oben auf dem Stapelspeicher. Ich habe jetzt hier 1 und 2 angegeben, dann das Swap und dann mit Punkt S den Inhalt des Stacks ausgegeben. Und hätten wir nur 1 und 2 auf den Stack geschrieben, dann würden die Werte beim Punkt S auch genau in der gleichen Reihenfolge ausgegeben, nämlich 1 und 2. Okay. Dadurch, dass wir jetzt den Swap ausgeführt haben, hat sich das jetzt gedreht. Wir können einfach Swap nochmal ausführen und dann Punkt S eingeben und dann sehen wir, dass er wieder die obersten Werte getauscht hat. Das macht der Swap. Der Dup-Befehl für Duplicate, der erstellt eine Kopie des obersten Stack-Elements. Kurz mal nachdenken, was ist jetzt unser oberstes Stack-Element? Ist es die 1, ist es die 2? Jeder eine Antwort für sich im Kopf gefunden? Und dann probieren wir das mal aus. Wir machen einen Dup. Jetzt haben wir 3 Werte, weil der oberste Eintrag ist dupliziert worden. Und wir schauen nach und jawohl, es war die 2. Immer das rechtsstehende Element ist das oberste Stack-Element. Und das wurde hier dupliziert. Ich gebe jetzt diese 3 Werte wieder aus, sodass mein Stack wieder leer ist mit Punkt, Punkt, Punkt. Und möchte euch das nächste Force-Wort zeigen, was auf dem Stack die Werte manipuliert und das nennt sich Over. Und dafür lege ich 3 Werte auf den Stack und gebe die mal aus, nämlich 1, 2, 3. Und dieses Over, das jongliert jetzt den zweiten Eintrag und kopiert den zweiten Eintrag nach oben. Es arbeitet ähnlich wie das Dup, nur dass es nicht auf den obersten Eintrag wirkt, sondern auf den darunter liegenden Eintrag, auf den zweiten Eintrag von oben gesehen.
Auch hier machen wir uns mal gerade ein mentales Bild, wie der Stapelspeicher nach dem Ausführen von Over denn wohl aussehen würde. Ja, hier hat darüber nachgedacht, was liegt dann oben auf dem Stack? Es ist die 2, weil der zweitoberste Eintrag wird nach oben kopiert. Wenn wir nicht kopieren wollen, sondern wir wollen einen Eintrag von unten nach oben holen, ohne den zu kopieren, das heißt einen Eintrag zum Beispiel an der dritten Stelle nach oben und die beiden obersten Stellen jeweils um eins nach unten schieben, dafür gibt es den Befehl ROT, Rotate. Rotate nimmt sich den dritten Eintrag auf dem Stack und holt den nach oben, kopiert den nicht, sondern holt den wirklich nach oben. Und der zweite Eintrag wird dann der dritte Eintrag und der erste Eintrag wird der zweite Eintrag. Sodass hier einmal ROT ausgeführt, wurde jetzt die 2 nach oben geholt und die 3 und die 2 nach unten geschoben. Nochmal ein ROT und Ausgabe. Dann haben wir die 3 oben, nochmal ein ROT. Und Ausgabe haben wir den Ursprungszustand wiederhergestellt. Weil immer 3 Einträge rotiert werden, wenn wir das 3-mal machen, ist das ein No-Operation. Es hat sich danach nichts geändert. Mit Minus-ROT gibt es das Ganze auch andersrum. Ein Minus-ROT nimmt den obersten Eintrag, schiebt ihn an die dritte Stelle und schiebt alle Werte, die vorher dort waren, wieder nach oben. Sodass wir jeweils die obersten 3 Einträge vorwärts und rückwärts rotieren können. So oft und so viel wir wollen. So, damit haben wir jetzt die Grundlagen der Manipulation des Stapelspeichers gelegt. Habt ihr bisher vielleicht eine Frage, die ich an dieser Stelle beantworten kann? Weil als nächstes kommen wir dazu, wie wir neue Wörter definieren, unser Programm erweitern, Programme schreiben. Okay, ich sehe keine Hände, ich sehe keinen Chat, dann mache ich weiter. Wörter definieren. Eine Wortdefinition starten wir mit einem Doppelpunkt. Der Doppelpunkt schaltet im Force den Compiler an. Alles, was nach dem Doppelpunkt geschrieben wird, wird jetzt nicht mehr direkt ausgeführt, sondern wird kompiliert. Wie kompiliert wird und ob hier ein Binärcode erzeugt wird, das heißt direkt ausführbarer Maschinencode, oder ob es eine Art Zwischencode ist für eine virtuelle Maschine. Das hängt von dem jeweilig benutzten Force-System ab. Das ist immer eine Frage der Geschwindigkeit der Ausführung versus dem Platzverbrauch. Bei Embedded-Systemen, bei Mikrocontrollern, hat man häufig eine Art Zwischencode, einen gefädelten Code, der verwendet wird. Auf PC-Systemen hat man aus Geschwindigkeitsgründen, weil der Speicherplatz dort groß genug ist, die Erzeugung von nativen Programmcode. Als nächstes, nachdem ich den Compiler angeschaltet habe, sage ich, wie das neue Force-Wort denn heißen soll, was ich hier definiere. Und das Force-Wort, was ich alles neu definiere, soll mir das Quadrat einer natürlichen Zahl berechnen. Deswegen nenne ich dieses Wort Quadrat. Und ich schreibe jetzt hier einen Stack-Kommentar dazu. Der hilft mir oder anderen Programmierern dann später zu verstehen, was denn hier überhaupt passiert. Es wird eine natürliche Zahl n eingegeben. Mahlzeit, wer war das denn? Das war Corona. Ja, gute Besserung.
Und wir bekommen das Quadrat dieser Zahl heraus. Wie berechnen wir das Quadrat einer Zahl? Wir nehmen den obersten Eintrag vom Stapelspeicher, wir duplizieren diesen Eintrag mit dem Dup und dann multiplizieren wir mit sich selber und dadurch berechnen wir das Quadrat einer Zahl. Und am Ende schreiben wir dann ein Semikolon und das Semikolon schaltet den Compiler wieder aus und schaltet wieder in den Interpretiermodus, sodass wir hier in der interaktiven Sitzung weiter interpretieren können. Das Dup und das Sternchen werden jetzt an dieser Stelle nicht ausgeführt. Wir haben auch gar keinen Wert auf dem Stapelspeicher liegen. Ja, doch, wir haben 4 Werte auf dem Stapelspeicher. Das heißt, wir könnten hier was machen, aber der Stapelspeicher wird an dieser Stelle gar nicht angefasst, sondern Dup und Sternchen werden jetzt in das neue Wort Quadrat reinkompiliert. Und dieses Wort steht mir ab jetzt zur Verfügung in meinem For-System. Und ich kann das gleich ausprobieren. Ich sage 3 Quadrat Punkt ergibt 9. 3 mal 3 ist 9. 9 Quadrat Punkt ergibt dann die 81. Ja, 81 Quadrat Punkt. Ergibt dann 6561 und so weiter und so fort. Dadurch haben wir jetzt ein neues Wort definiert. Wir können jetzt dieses Wort Quadrat genauso benutzen wie alle anderen Wörter, die im Force schon mitgeliefert werden. Alle anderen Wörter, die es im Force gibt, sind auf gleicher Weise entstanden. Es gibt keinen Unterschied zwischen den Wörtern, die schon vordefiniert sind, die im For-System schon eingebaut sind, und Wörtern, die wir neu definieren. Wirklich keinen Unterschied. Sodass ich jetzt sagen kann, zum Beispiel 2 Quadrat. Und 2 Quadrat soll mir einfach Quadrat zweimal hintereinander ausführen. Das heißt, es wird eine natürliche Zahl n genommen, es wird das Quadrat berechnet, die Ausgabe wird, das Ergebnis wird auf den Stapelspeicher gelegt und dann wird auf diesen Wert nochmal das Quadrat berechnet. Auch hier, Doppelpunkt schaltet den Compiler an. 2 Quadrat ist der Name des neuen Wortes. Quadrat, Quadrat wird hinterher ausgeführt, wird kompiliert in diesem Fall und Semikolon schaltet den Compiler wieder aus. Wir bekommen ein OK, wir haben keinen Syntaxfehler gemacht. Und wenn ich jetzt sage 9, 2, Quadrat, Punkt, dann kriege ich gleich die 6561, weil jetzt hier in einem Schritt von 9 einmal Quadrat 81 nochmal Quadrat 6561 gerechnet wurde. Man kann Wörter, die definiert worden sind, zu einem späteren Zeitpunkt neu definieren. Ich mache das jetzt gerade mal, indem ich sage, Quadrat soll jetzt nicht mehr das Quadrat einer Zahl berechnen, sondern Quadrat soll jetzt ein Quadrat auf dem Bildschirm ausgeben. Und dafür schreibe ich erstmal ein Carriage Return, ja, neue Zeile anfangen. Und dann gebe ich den Befehl Punkt Anführungsstriche für Print. Ich möchte etwas ausgeben. Und ich mache jetzt hier mal ganz krude ASCII Art. Wir sehen auch, wir müssen nicht alles in eine Zeile schreiben. Wir können zwischendurch immer mal wieder Carriage Return Line Feed drücken und das in mehrere Zeilen schreiben. Und ich kriege jetzt die
Meldung, dass ich Quadrat redefined habe. Das ist eine Warnung, die mir das GNU-Force gibt, um mich zu warnen, weil möglicherweise wollte ich das ja gar nicht, dass ich hier ein Wort, was es schon gibt, einfach überschreibe, neu, dem neue Funktion gebe. Ja, könnte mein Programm kaputt machen. Aber manchmal will man das machen. Das Warning Original Location zeigt mir an, an welcher Stelle ich dieses Wort definiert habe. Ich habe es im Terminal in Zeile 45, Spalte 3 definiert. Das ist jetzt hier bei einer interaktiven Sitzung nicht so sinnvoll, aber sinnvoll, wenn Source Code aus einer Datei geladen wird, dann kriege ich nämlich gesagt, wo das ursprüngliche Wort schon mal definiert worden ist. Und dann kann ich nachgucken, macht das vielleicht schon das, was ich haben will. Ja? Jetzt probiere ich hier dieses neue Wortquadrat aus. Und jawohl, es gibt mir jetzt ein Quadrat auf dem Bildschirm aus und berechnet nicht mehr das Quadrat einer Ziffer. Was passiert jetzt mit unserem 2-Quadrat? Man könnte jetzt meinen, es würde 2 Quadrate auf dem Bildschirm ausgeben. Man könnte aber auch meinen, dass es weiterhin die eingegebene Ziffer zweimal zum Quadrat berechnet. Wir schauen uns das an. Wir gucken mal, wir haben ja noch Ziffern auf dem Stapelspeicher liegen. Oben liegt die 3 und ich gebe jetzt 2 Quadrat aus und danach ein Punkt. Und Ergebnis ist 81 und wir sehen kein Quadrat oder auch nicht 2 Quadrate auf dem Bildschirm geschrieben, sondern das 2 Quadrat benutzt noch die Originaldefinition von dem Wort Quadrat, wie ich sie ursprünglich angelegt habe, nämlich dass das Quadrat einer Ziffer berechnet wird. Das heißt, die Neudefinition eines Wortes überschreibt zwar in der Suchreihenfolge das Wort, aber es löscht nicht das ursprüngliche Wort, sondern es überdeckt nur das ursprüngliche Wort. Und überall dort, wo das ursprüngliche Wort schon in Definitionen verwendet worden ist, behält es auch noch die ursprüngliche Funktion, Funktionalität. Das ist vielleicht für Leute, die sich mit Betriebssystemen auskennen, vergleichbar mit dem Ausführungspfad. Wenn ich 2 Befehle auf der Kommandozeile habe, die gleich heißen, aber in unterschiedlichen Verzeichnissen liegen, dann sehe ich immer das, was im Suchpfad zuerst liegt. Und das überdeckt das, was im Suchpfad weiter hinter liegt. Und dadurch, dass ich hier Quadrat neu definiert habe, habe ich im Grunde so etwas angelegt wie ein neues Programm, ein neuer Befehl, der im Suchpfad weiter vorne liegt. Ich kann ihn auch wieder löschen mit dem schönen Befehl forget. Forget gibt es hier nicht. Forget gibt es in einigen Force-Systemen, aber im GNU-Force nicht. Entschuldigung, habe ich vorher nicht getestet. Vielleicht kann mir Bernd oder Anton, die Spezialisten zum Thema GNU-Force, kurz sagen, ob es eine Möglichkeit gibt, ob ich das Quadrat wieder wegbekomme, ohne dass ich vorher einen Marker gesetzt habe? Nee, gibt's nicht. Gibt's nicht. Du kannst bei sagen. Dann wäre alles weg. Nee, mache ich jetzt hier nicht. Ich zeige dann eher, wie man sich das vorher gerettet hätte. Jetzt hat jemand gerade ein Mikro angemacht und es gibt eine Aufnahme. Michael Kalus macht dein Mikro aus. Ja, genau. Hallo Michael, Mikro bitte ausmachen. Ich mach's schon. Ach, Max, ich weiß, halt so groß, während du redest, weil kann ich die Mikros abschalten. Ja, ich probiere das mal. Michael Kalus. Schick mal aus. Ah, sehr so, gut. Zack. Dankeschön.
So, wo war ich stehen geblieben? Quadrat, genau. Wie verhindere ich, dass ich in diese Situation komme, dass ich ein Wort wegschmeißen möchte? Ich setze einen Marker. Einen Marker setze ich mit dem Befehl oder dem Force-Wort Marker. Und dann denke ich mir irgendeinen Namen aus, den Carsten, ich mir merken kann. Frage aus dem Chat von Björn Winkler. Ja, bitte. Würde Forget-Quadrat das alte Quadrat wieder aktivieren oder sind dann alle Quadrate vergessen? Das Forget löscht das letztdefinierte. Das heißt, es macht das davor definierte Quadrat wieder sichtbar. Also ersteres. Das Quadrat, was auf dem Bildschirm malt, wäre dann weg und das Quadrat, was das Quadrat der Ziffer berechnet, wäre wieder da. So ein Marker setzt an einer bestimmten Stelle in meiner Programmiersitzung einen Marker, deswegen heißt es so, zu dem ich später wieder zurückspringen kann. Und ich nenne den hier jetzt einfach nur MyMarker. Und ansonsten ist jetzt gar nichts passiert, außer dass an dieser Stelle innerhalb meiner Programmiersitzung dieser Marker erzeugt worden ist. Und ich kann jetzt weiter Wörter definieren. Und wenn ich irgendwann später dieses Wort MyMarker aufrufe, dann ist alles verschwunden, was ich seitdem definiert habe. Und ich mache jetzt etwas, was bösartig ist, was man nicht machen sollte, aber was zeigt, wie mächtig das Konzept ist und dass auch wirklich es keine heiligen Kühe gibt in Force. Ich sage, Sternchen für Multiplikation ist eigentlich Addition. Ja? Compiler anschalten, neues Wort ist Sternchen, Funktion ist Plus, ist Addition, Semikolon schaltet den Compiler wieder aus. Und ich kriege jetzt eine Warnung, dass ich das Sternchen neu definiert habe. Und ich kriege jetzt auch die Zeile, in dem ursprünglich Sternchen definiert waren, nämlich in der Datei prim, Zeile 750, Spalte 1. Da sind die sogenannten Primitives definiert. Und wenn ich jetzt hier rechne, 4, 5 Sternchen, würde man erwarten, dass das Ergebnis eine 20 ist, 4 mal 5. Das Ergebnis ist aber eine 9, weil das Sternchen jetzt addiert und nicht mehr die Multiplikation macht. Ja, und natürlich möchte ich mit so einem For-System, was so komische Mathematikregeln hat, nicht weiterarbeiten. Deswegen sage ich jetzt MyMarker. Und MyMarker löscht jetzt alles, was ich definiert habe, seitdem ich den Marker MyMarker definiert habe, inklusive des Markers selber. Das heißt, MyMarker ist jetzt auch weg. Ich kriege jetzt ein undefined Word, wenn ich das nochmal aufrufe. Wenn ich den wieder haben will, gehe ich halt hin und gucke in meiner History nach und definiere den einfach neu und dann kann ich wieder neu probieren und muss keine Angst haben, dass ich mir mein System irgendwann zumülle. Welche Worte gibt es denn überhaupt in dem System und was habe ich alles definiert? Da gibt es den Befehl Words und Words liefert mir eine Liste aller Wörter, aller Funktionen, die mein For-System kennt. Und das ist hier beim GNU-Force eine ganz lange Liste. Andere For-Systeme haben da vielleicht weniger. Oh, Entschuldigung. Ich wollte jetzt versuchen, hier ein bisschen zu scrollen. Na, mit der Maus kriege ich es hin. Ja, ich kann jetzt hier hochscrollen und sehe hier alle Wörter. Und was ich zeigen wollte, ist hier ganz oben. Gucken, ob ich das markieren kann. Ja, bis dahin. Da sieht man sehr schön die Historie der Wörter, die ich definiert habe. Nämlich den Marker, MyMarker, das Quadrat, was auf dem Bildschirm zeichnet, das 2-Quadrat. Und das Quadrat, was rechnet. Und auch die Nonsenswörter, die ich ganz zu Anfang definiert habe, sind auch noch da. Es ist sinnvoll, wenn man neu anfängt, gleich als allererstes einen Marker zu setzen, dann mit dem Programmieren anzufangen, Wörter zu definieren, Wörter auszuprobieren
und später dann die Wörter auch in eine Quellcode-Datei zu sichern und dann immer wieder neu mit einem Marker anzufangen, um an eine definierte Stelle, von der man sicher war, dass es bis dahin alles in Ordnung ist, wieder zurückspringen zu können. Die Suchreihenfolge ist immer von der Ausgabe von Words, von dem ersten Wort, was hier angezeigt wird, runter bis zum letzten Wort. Und sobald das eingegebene Wort in dieser Liste gefunden wird, wird nachgeguckt, welche Funktion hat dieses Wort. Und dann wird diese Funktion aufgerufen und entsprechend ausgeführt. So, an dieser Stelle habt ihr Fragen? Ich gucke mal gerade im Twitch nach. Da. Okay, das habe ich nicht richtig verstehen können, aber ich denke mal, das war ein Nein. Weiter im Programm kommen wir jetzt zu Variablen und wie man mit Variablen arbeitet. Das Wort Variable definiert einen Speicherbereich für eine Variable. Und hinter dem Wort Variable gebe ich den Namen meiner neuen Variable an. Zum Beispiel Betrag, weil ich einen Geldbetrag speichern möchte. Und wenn ich nichts Besonderes angegeben habe, dann wird Speicher für eine Ganzzahl reserviert. Das heißt, in diese Variable kann ich jetzt eine Ganzzahl reinspeichern. Es gibt dann noch die Möglichkeit, Speicher für andere Datentypen zu reservieren, für Fließkommazahlen zum Beispiel, für Arrays, für Zeichenketten und so weiter und so fort. Für diesen kleinen Crashkurs möchte ich es aber erstmal für Ganzzahlen belassen. Betrag ist ein Force-Wort. Das, was jetzt hier erstellt worden ist, ist ein neues Force-Wort und es ist dabei nichts Besonderes. Es verhält sich ganz genauso wie jedes andere Force-Wort. Wenn es aufgerufen wird, führt es seine Funktion aus. Und die Funktion eines Force-Wortes, welches mit einer Variable, mit dem Wort Variable generiert worden ist, ist es, dass es den eigenen Speicherbereich, das heißt die Adresse des Speicherbereichs, auf den Stapelspeicher legt. Und das mache ich jetzt gerade mal. Ich sage Betrag und der OK-Prompt zeigt mir an, dass ich jetzt einen Wert auf dem Stapelspeicher liegen habe. Mit Punkt S wird er mir ausgegeben. Und das ist jetzt eine große, große, große Zahl, weil wir haben hier ein 64-Bit Linux-System und dort sind Adressen entsprechend groß. Die Ausgabe erfolgt standardmäßig im Dezimalsystem, weil das Force-System im Dezimalsystem ist. Adressen lassen sich aber einfacher im Hexadezimalsystem ändern. Wir können unser Force-System mit dem Befehl oder mit dem Wort Hex umschalten. Dann wird hexadezimal ausgegeben. Punkt S gibt mir jetzt diese Adresse. Ein C-Programmierer würde sagen, ein Pointer auf eine Speicherstelle im Hexadezimalen aus. Wenn ich wieder zurück nach Dezimal, das heißt zur Basis 10 gehen möchte, dann gebe ich das Wort Dezimal ein und dann habe ich auch wieder eine Dezimalausgabe. Achtung, wenn ihr auf Hex umschaltet, das heißt dann nicht nur das Ausgaben hexadezimal geschehen, sondern auch, dass alle Zahleneingaben hexadezimal sind. Ich zeige das mal gerade. Wenn ich jetzt hier im Dezimalmodus bin und AA eingebe, dann wird geschaut, ob es ein Wort ist oder ob es eine Zahl ist. Und im Dezimalsystem ist AA keine Zahl. Und auch es gibt im Force-System, in meinem Force-System hier kein Wort, das AA heißt. Bin ich im Hexadezimalmodus, kann ich durchaus AA eingeben, weil AA ist eine gültige hexadezimale Zahl. Und
Ich kann mir auch anzeigen, dass die jetzt auf dem Stack liegt als AA. Und Dezimal schalte ich um und dann sehe ich auch, das ist die 170 Dezimal. Für Freunde der 8-Bit-Rechnung lässt sich das System auch in Oktal umschalten oder in Binär. Ja. Zum Beispiel bei Base Store. Base ist eine Variable, in der die derzeitige Zahlenbasis gespeichert ist. Und mit dem Ausrufezeichen habe ich jetzt gerade den Wert 2 als Basis meines Zahlensystems festgelegt. Und wenn ich jetzt entsprechend ausgebe, sehe ich alle Ausgaben im Binärsystem und müsste auch Ziffern, die ich eingebe, im Binärzahlensystem eingeben. Weil das mühsam ist, schalte ich jetzt mal wieder nach Dezimal um. Ja, aber zur Ausgabe ist das durchaus auch praktisch. So, was kann ich jetzt mit meiner Variable denn so machen? Ich kann Werte dort reinspeichern. Ja? Ich sage, ich möchte den Wert 50 in die Variable Betrag speichern und dann sage ich 50. Das ist der Wert, der auf den Stapelspeicher gelegt wird. Ich sage Betrag, das ist meine Variable. Die legt ihren Speicherplatz, das heißt die Adresse des Speichers auf den Stapelspeicher. An der Stelle habe ich zwei Werte, nämlich 50 und die Adresse liegen. Und das Wort Ausrufezeichen, das nimmt jetzt die Adresse und den darunter liegenden Wert vom Stapelspeicher und speichert den Wert in die Adresse. Und beide Werte sind dann weg. Das heißt, jetzt habe ich auch wieder nur noch den Wert 170 auf dem Stapelspeicher und die 50 und die Adresse sind verschwunden. Das ist das Speichern. Dieses Ausrufezeichen nennt man dann auch im Force-Jargon Store. Weil es speichert, es stored einen Wert in eine Variable. Store lässt sich nicht nur auf Variablen anwenden, sondern auf beliebige Speicherstellen. Das heißt, wenn ich weiß, irgendwo in meinem Computersystem, dass ich irgendwo etwas hinspeichern kann, kann ich das machen, indem ich sage Wert, Adresse, Store und dann wird an diese Stelle gespeichert. Bei Unix-Systemen nicht so sinnvoll, wenn ich direkt auf der Hardware arbeite, ohne dass ich dazwischen irgendwo ein Betriebssystem habe, dann kann ich damit direkt die Hardware manipulieren, zum Beispiel IO-Pins ansteuern, Hardware umschalten. Michael, hast du eine Frage? Eigentlich nur, ob die Rückkopplungen jetzt weg sind. Leider nein. Ich habe jetzt Kopfhörer auf, wie man sieht, aber... Es pfeift immer noch. Dein Mikro ist zu laut eingestellt. Kannst du es mal leiser drehen? Habe ich schon. Nur noch leiser. Leiser. Moment. Im Chat sagt gerade, dass sagt der Wolfgang, dass .s und ... den gleichen Output hat. Ja, das ist auch so. Probier es mal, wenn du vorher eine Variable auf den Stack legst. Ja. Da sieht man schön den Unterschied. Der ... ist intelligenter. Er kann erkennen, in gewissen Rahmen, was für Werte dort auf dem Stack liegen und sagt mir jetzt nicht mehr, dass dort eine komische hexadezimale oder dezimale Adresse ist, sondern er guckt proaktiv nach und sieht, das ist eine Variable, die dort referenziert wird und gibt mir dann den Namen der Variable in der Ausgabe an. Man könnte sagen, dass der ... ein intelligentes Stack-Print ist.
So, kommen wir noch dazu, wie wir Werte wieder herauskriegen aus so einer Variable. Das machen wir mit dem Fetch und das Zeichen für das Forcewort Fetch ist der Klammeraffe. Ich lege wiederum die Adresse Betrag auf den Stapelspeicher und sage dann Fetch oder Klammeraffe. Dieses Forcewort holt sich die Adresse, geht zu der Adresse, holt sich dort den Wert und legt den Wert auf den Stapelspeicher und ein Punkt gibt das dann aus. Und die Ausgabe ist jetzt 50, weil das der Wert ist, der in der Variable Betrag gespeichert ist. Man könnte sagen, das ist eine Pointer-Dereferenzierung, wenn man aus etablierten Programmiersprachen kommt. So, an dieser Stelle möchte ich fragen, wie sieht es bei euch noch aus mit der Wachsamkeit im wortwörtlichen Sinne? Seid ihr noch wach? Ah, alle wach, okay. Dann mache ich noch ein bisschen weiter, ja? Und zwar kommen wir zu den Kontrollstrukturen. Also Kontrollstrukturen, sowas wie if, then, else und Schleifenkonstrukte. In den allermeisten For-Systemen kann man solche Kontrollstrukturen nur innerhalb von Definitionen verwenden, das heißt, wenn der Compiler angeschaltet ist. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ich zeige jetzt hier erstmal die gängige Variante, nämlich dass man die Kontrollstrukturen innerhalb einer Definition verwendet. Und dazu definiere ich jetzt ein neues Wort, das nennt sich ABS, für absolut. Und Aufgabe dieses Wortes soll es sein, eine Ziffer, die eingegeben wird, in den Absolutwert zu übertragen. Das heißt, aus negativen Eingaben die jeweilige positive Eingabe zu machen. Und wenn es keine negative Eingabe ist, dann sollst du den Wert einfach ausgeben oder zurückgeben. Die Implementation, die ich jetzt hier habe, ist eine naive Implementation. Da gibt es sicherlich optimiertere Implementationen, aber es geht mir hier darum, dass man als Anfänger versteht, was hier passiert und nicht, dass wir die maximal optimierteste Version von diesem Befehl definieren. Wir haben als Eingabe den Wert N1 und wir kriegen dann ein positives N1 zurück. Das heißt, der Rückgabewert ist dann auf jeden Fall immer positiv. Und wir machen hier zuerst einmal eine Kopie dieses Wertes, damit wir den testen können, nämlich ob er kleiner 0 ist oder ob er 0 oder größer ist. Ich lege den Vergleichswert 0 auf den Speicher, den Stapelspeicher. An dieser Stelle liegen jetzt drei Werte auf dem Stapelspeicher, nämlich die Ziffer, die wir testen wollen, danach die Kopie der Ziffer, die wir testen wollen und die 0. Also drei Werte haben wir in diesem Moment auf dem Stapelspeicher liegen. Und jetzt kommt das kleiner als und das vergleicht jetzt den zweiten Wert auf dem Stack mit dem obersten Wert auf dem Stack und guckt, ob der zweite Wert kleiner ist als der Wert oben auf dem Stack. Das heißt, wir gucken nach, ob der Wert, der dort eingegeben worden ist, negativ ist, kleiner 0 ist. Dieses kleiner als Zeichen, dieses ist ein ganz normales Force-Wort und das konsumiert zwei Werte vom Stack, vergleicht die und legt ein Flag ab. Und dieses Flag ist entweder wahr oder falsch, entweder 0 für falsch oder minus 1 für wahr. Und auf dieses Flag können wir jetzt unsere Kontrollstruktur lassen, nämlich das if. Das if prüft jetzt nach, ob es da einen Flag gibt und ob das wahr oder falsch ist. Und wenn es wahr ist
Und wahr ist es immer dann, wenn es nicht 0 ist. Dann wird das Wort, was jetzt im Nachfolgenden kommt, auch ausgeführt. Das Wort heißt negate. Und das negiert die Ziffer, die oben auf dem Stack liegt. Macht also aus einer negativen Zahl eine positive Zahl. Dann kommt das then. Das beendet den if-Teil. Alles, was nach dem then kommt, ist jetzt wird auf jeden Fall ausgeführt. Da führen wir aber nichts weiter aus, sondern wir schließen die Definition an dieser Stelle ab, weil wir sind jetzt schon fertig. Das Wort ABS gab es vorher schon. Das ist nämlich ein Standardwort in den meisten For-Systemen. Deswegen kriege ich jetzt hier die Warnung, dass ich das redefiniert habe. Wenn ich es jetzt aber ausführe, wird mein neues For-Wort benutzt. Also nochmal zum Algorithmus hier. Wir prüfen, ob die eingegebene Ziffer kleiner 0 ist. Wenn sie kleiner 0 ist, dann negieren wir. Dadurch wird sie positiv. Wenn sie größer 0 war oder wenn sie 0 war, wird sie einfach durchgereicht und nicht weiter verändert. Die Stellung der Wörter if und then ist in Force an einer anderen Stelle, als man das bei anderen Programmiersprachen erwarten würde. Andere Programmiersprachen haben zuerst das Schlüsselwort if, dann den Vergleich, dann das then und dann, was immer ausgeführt werden soll, wenn der Vergleich wahr ist. Während das im Force, umgekehrt polnisch, in einer anderen Reihenfolge geschieht. Es wird erst der Vergleich gemacht, dann kommt das if, danach kommt der Ausführungspfad, der im wahr-Falle ausgeführt wird und das then beendet diesen Ausführungspfad. Prüfen wir das einmal. Der Wert 8, ABS Punkt, gibt auch eine 8 aus, eine minus 8, ABS Punkt, gibt eine 8 aus. Das heißt, für einen einfachen, simplen, manuellen Test funktioniert diese Funktion dieses Forcewort, so wie die Werbung versprochen hat. Wir können das mit den Force Flags auch direkt interaktiv ausprobieren. Wenn wir sagen 1, 2 kleiner als Punkt, kriegen wir hier ein minus 1 zurück und ein minus 1 ist ein Wahrheitswert. Die 1 ist kleiner als die 2. Das heißt, dieser Vergleich ist wahr und deswegen sind alle Bits gesetzt. 2, 1, kleiner Punkt, gibt mir eine 0 zurück. Die 0 steht für ein false. Das heißt, dieser Vergleich ist nicht wahr gewesen. Eine 2 ist nicht kleiner als die 1. Und auch bei Gleichheit gucken wir uns das an. Eine 1 ist auch nicht kleiner als eine 1. Deswegen auch hier der False-Wert, der als sogenanntes Flag, als Wahrheitswert zurückgeliefert wird. Beim If können wir auch statt dem Then auch einen zweiten Ausführungspfad, nämlich einen Else-Pfad, angeben. Auch hier ein kleines Beispiel, das Wörtchen min, was es in meisten For-Systemen auch schon vordefiniert gibt. Das heißt, ich kriege jetzt gleich wieder eine Warnung, dass ich redefiniert habe. Min nimmt zwei natürliche Zahlen, N1 und N2 und gibt mir dann zurück, welche dieser Zahlen die kleinere Zahl war, nämlich das Minimum. Die Definition von min ist ein 2-Dup. Ein 2-Dup dupliziert nicht nur den obersten Eintrag auf dem Stapelspeicher, sondern die beiden obersten Einträge und legt sie auch in der gleichen Reihenfolge wieder ab. Das heißt, hier an dieser Stelle wird sowohl N1 und N2 dupliziert, sodass ich die beiden Werte jetzt zweimal habe. Heißt, wenn ich als Eingabe die Werte 1 und 2 habe, habe ich an dieser Stelle 1, 2, 1, 2 auf dem Stapelspeicher liegen. Dann vergleichen wir diese Werte, gucken halt, ob das N1 kleiner ist als die N2. Und wenn das der Fall ist,
Das heißt, wenn N1 kleiner war als N2 und wir hier die Min-Funktion haben, dann brauchen wir das N2 nicht mehr. Das können wir wegwerfen. Und fürs Wegwerfen gibt es einen extra Befehl im Force, ein Force-Wort namens Drop. Und Drop wirft den obersten Eintrag weg. Das heißt, wenn dieser Programmpfad ausgeführt wird, dann wird von dem N1, N2 das N2 weggeworfen. Und N1 bleibt als kleinerer Wert bestehen. Jetzt haben wir aber noch den zweiten Fall, nämlich dass das N2 kleiner war als das N1. Auch diesen Fall können wir nehmen und sagen hier Swap Drop. Das heißt, wir vertauschen N1 und N2 und schmeißen dann den obersten Eintrag weg. Es gibt für Swap Drop in vielen Force-Systemen auch schon einen definierten Befehl namens NIP, der macht das Gleiche. Der vertauscht also die obersten Einträge und wirft dann den obersten weg. Was den Effekt hat, dass er eigentlich den zweitobersten wegwirft. Und dann ist unsere Kontrollstruktur zu Ende. Und auch die Definition ist zu Ende. Hier diese Warnung, die war zu erwarten, dass wir Min redefiniert haben. Jetzt kann jeder kurz mal drüber nachdenken, was denn passiert in dem Falle, dass wir zwei gleiche Werte angeben. Funktioniert der Algorithmus? Ja, er funktioniert, weil wir werfen dann eins von dem anderen weg, aber weil es ja beides die gleichen Werte sind, ist es egal, was wir wegwerfen. Ja. Probieren wir aus. Ja. 4 und 9... Min Punkt ist 4. 9, 4, Min Punkt ist auch die 4. Scheint so zu funktionieren, wie wir uns das gedacht haben. Es gibt im Force eine Reihe von logischen Operatoren, zum Beispiel das AND, was eine Und-Verknüpfung der Bits der eingegebenen Zahlen macht. Und hier sehen wir jetzt, dass es im Bitmuster einer 1 und im Bitmuster einer 2 keine Überschneidungen gibt. Aber bei 1 und 3 gibt es eine Überschneidung, nämlich das jeweils niederwertigste Bit ist auf beiden gesetzt. Das heißt, wir kriegen eine 1. Wir haben ein logisches Ohr. Ja. Da werden alle gesetzten Bit durchgereicht. Wir können ein Exklusiv-Oder machen. Und wir können noch Bits invertieren. Wenn ich die Bits von einem minus 1 invertiere, dann bekomme ich eine minus 2. Sorry, wenn ich die von einer positiv 1 invertiere, kriege ich eine minus 2. So, auf der Webseite gibt es noch ein paar andere Spielereien mit logischen Operatoren. Die überspringe ich jetzt gerade. Die könnt ihr euch in einer ruhigen Minute mal zu Gemüte führen und ausprobieren. Ihr wisst ja jetzt, wie ihr so in ein Force reinkommt und wie ihr damit arbeitet. Ich mache jetzt noch weiter und zeige euch noch Schleifen und nach den Schleifen ein bisschen komplexeres Programm, um mal zu sehen, wie so ja, eine ganz, ganz kleine Force-Applikation aussehen würde. Hier eine Schleife, die eine Ausstiegsbedingung hat. Wir nehmen einen positiven Wert N1 und kriegen einen
fährt ein 2 dafür raus. Wir nehmen den Wert N1 und teilen den durch 2. Und danach wird dann noch eine 0 auf den Stapelspeicher gelegt und mit Beginn wird die Schleife gestartet. Danach überprüfen wir die Schleife. Und zwar holen wir uns mit dem Over das zweitoberste Stack-Element nach oben, kopieren das nach oben und prüfen danach, ob das größer als 0 ist. Und ist das der Fall, ja, dann wird die Schleife durchlaufen. Das heißt, jetzt zwischen dem Beginn und dem While, da ist unsere Schleifenbedingung. Und solange diese Bedingung wahr ist, möchten wir, dass die Schleife durchlaufen wird. Was machen wir da drin? Wir inkrementieren, wir erhöhen um 1 den obersten Wert auf unserem Stapelspeicher, tauschen den dann mit dem zweiten Wert aus. Der zweite Wert wird durch 2 dividiert. Danach wird das Ganze wieder zurückgetauscht und wir springen an den Anfang der Schleife zurück mit dem Repeat. Und was wir jetzt hier haben, ist eine klassische While-Repeat-Schleife, die so lange durchlaufen wird, wie die Bedingung zwischen Beginn und While Wahrheit ist. Und ganz am Ende werfen wir dann den zweituntersten Wert weg, weil wir den nicht mehr brauchen. Und auch hier eine Fehlermeldung, weil Log 2 gab es vorher schon, nämlich in Maschinensprache definiert. Wir haben es jetzt hier in Force nachdefiniert und probieren das gerade mal aus. 7 Log 2H. Neben so While-Schleifen gibt es auch Until-Schleifen, wo die Abbruchbedingung am Ende geprüft wird. Und es gibt Zählschleifen, sogenannte Do-Schleifen. Da mache ich jetzt eine einfache, ein Wort, das nennt sich 100. Und das zählt jetzt von 100 bis 1 runter. Und zwar wird gleich beim allerersten Durchgang, bevor noch irgendwie etwas geprüft wird, schon der Schleifenwert um 1 erniedrigt. Deswegen fange ich hier mit 101 an, zähle bis 1 runter. Alles, was zwischen Do-Loop passiert, das ist meine Schleife. Da schreibe ich jetzt was rein. Ich möchte jetzt einfach nur den Schleifenindexwert ausgeben. Da gibt es ein extra Force-Wort dafür, nämlich i. I ist keine Variable, also anders wie in Pascal oder C oder Go, definieren wir nicht extra eine Variable. Alles spielt sich auf dem Stapelspeicher oder auf dem sogenannten Return Stack ab, einem zweiten Stapelspeicher, den es in einem For-System gibt. Und das Wort i holt mir jetzt diesen Schleifendurchgangsdurchlaufwert und legt mir den auf den Stapelspeicher und mit dem Punkt gebe ich den aus und gehe dann hier ans Ende und beende meine Definition. Und erwarte jetzt, dass ich hier die Ziffern von 100 bis 1 runtergezählt bekomme. Ja, andersrum sogar. Falsch erzählt. Also er hat jetzt von der 1 hochgezählt auf die 100. Also kannst du das Gegenbeispiel mit Minusloop gleich herzeigen? Ja.
Das war es nicht. Sorry, ich bin heute schon um 4 Uhr morgens aufgewacht und nicht mehr ganz so wach, wie ihr vielleicht seid. Auch so nicht. Auch so nicht. Hilft mir mal gerade. Also erstmal eins. Das erste ist schon richtig und dann 101. Und dann bitte vor dem Minus eine 1. Ah, ich muss angeben, um wie viel es erniedrigt wird. Ja. Okay. Ja, wunderbar. Wobei ich jetzt hier bis zu 0 und 100 zählen müsste, damit das... Genau, damit es wirklich so aussieht wie andersrum. Voila. So, und... Jetzt noch eine kleine Beispielanwendung, und zwar ein Wort oder zwei Worte, die zusammenspielen und die mir Zahlen faktorisieren, das heißt mir angeben, durch welche Zahlen eine andere Zahl denn teilbar ist. Da definiere ich erstmal ein Wort, das nennt sich Factors. Und das fängt an und dupliziert den obersten Stapelspeichereintrag und dividiert dann den duplizierten Eintrag durch 2. Was immer dabei rauskommt, wird dann um 1 erhöht. Und das ist eine Ganzzahlendivision, die da passiert. Um 1 erhöht. Und dann zählen wir mit einer Du-Schleife von 1 ausgehend bis zu diesem Wert. Das heißt, wir nehmen die Zahl, von denen wir die Teiler haben wollen, berechnen die Hälfte, zählen 1 drauf und zählen dann bis zu 1 runter, weil jede Zahl ist auf jeden Fall durch 1 teilbar. Und die 1 ist dann entsprechend auch unsere Endebedingung. Jetzt müssen wir herausfinden, durch was ist diese Zahl, die wir eingegeben haben, alles teilbar. Das machen wir jetzt in der Schleife. Duplizieren wir die ursprüngliche Zahl, also die, die nicht durch 2 geteilt wurde, nehmen unseren Schleifendurchlaufwert und berechnen den Rest der Division. Das heißt, wir teilen unsere ursprüngliche Zahl durch den Schleifendurchlaufwert, berechnen den Rest, und wenn dieser Rest 0 ist, dann konnte es glatt geteilt werden. Also wir haben keinen Rest mehr überbehalten, Rest 0. Ja, wenn das gut war, dann sagen wir if, eine Kontrollstruktur, und legen den aktuellen Schleifendurchlaufwert, weil das war ja eine Ziffer, durch die wir teilen konnten, ganz teilen konnten, legen wir auf den Stapelspeicher. Und machen einen Swap, weil wir dann wieder den Wert, den wir ja durch den wir teilen, den holen wir wieder nach oben. Durch jeden Schleifendurchlauf, wo ein glatter Teiler gefunden wurde, wird dann dieser Wert auf den Stapelspeicher gelegt, sodass wir einmal eine immer größer werdende Liste von Zahlen auf dem Stapelspeicher haben. Und ganz oben liegt immer die Zahl, die wir jetzt gerade testen. Wir schließen das if und danach das loop und danach auch die Definition. Und das kann ich jetzt schon mal austesten, indem ich sage 32 factors.s. Und der gibt mir jetzt aus, dass die 32 durch 16, 8, 4, 2 und 1 teilbar ist. Wer hätte das gedacht? Nehmen wir mal eine krumme Zahl, 17 Factors, ja, .s. Und die 17 ist nur durch 17 und durch die 1 teilbar, also durch sich selbst und durch die 1 ist also eine Primzahl. Eine andere krümmere Zahl,
Die 33 ist durch die 11, die 3 und die 1 teilbar. So, wäre ja schön, wenn wir jetzt noch ein Force-Wort haben, was uns das auch nett ausgibt auf dem Bildschirm. Und das ist der Punkt Factors oder Print Factors. Und auch dort haben wir eine Schleife. Wir starten mit Beginn, Schleifenbeginn. Wir duplizieren den obersten Eintrag zweimalig. Wir geben ihn dann einmal aus. Dadurch ist das einmalig Duplizierte schon wieder weg. Und dann gucken wir, ob der Wert, der da liegt, größer, kleiner 1 ist. Weil 1 ist unsere Abbruchbedingung. Jede Zahl ist durch 1 teilbar. Und immer wenn wir die 1 sehen, wissen wir, dass wir am Ende der Reihe der teilbaren Zahlen dieser Ziffer angekommen sind. Das heißt, so lange lassen wir die Schleife durchlaufen. Also alles, was zwischen Beginn und While jetzt stattgefunden hat, ist ein Test der Ablaufbedingungen. Und innerhalb der While-Schleife machen wir nur noch einen Drop, weil den Wert, den wir dann dort dupliziert haben, können wir gleich wieder wegschmeißen. Und ganz am Ende schmeißen wir auch noch den ursprünglichen Wert, den wir dort haben, weg, weil wir den schon ausgegeben haben, und geben noch ein Carriage Return aus, damit das auf dem Terminal nett aussieht. Und wir haben ja jetzt noch Werte auf dem Stapelspeicher liegen. Punkt Factors gibt mir jetzt für 33 die Teile aus. Nochmal ein Punkt Factors, das von 17, nochmal ein Punkt Factors, das von der 32. Und ich hoffe, dass ich euch mit dieser kleinen Einführung ein bisschen gezeigt habe, wie das Force funktioniert. Es wird in der Zukunft mit diesem Setup und diesem Format sehr wahrscheinlich noch ein paar längere Kurse geben, wo wir dann tiefer in Force einsteigen und auch in die Besonderheiten von Force, nämlich wie man Metaprogrammierung macht im Force, wie man sich sein eigenes Force macht und so weiter und so fort. Und wir werden auch vielleicht, nicht vielleicht, sondern ganz sicher, einige verschiedene Force-Systeme vorstellen. Ich bedanke mich schon mal und bin jetzt noch hier verfügbar für Fragen und auch Feedback zu diesem Format. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, schön, wunderbar. Wie kriege ich denn jetzt den Ton hier wieder rein? Ja, Moment, Technik machen wir gleich. Aus dem Stream gibt es auch keine Fragen mehr. Es gibt auch keine Fragen im Chat. Oh, Björn Wink, der sagt danke für den Anfängerkurs. Aber lesbar ist vorerst nicht sonderlich gut, oder? Kann ich darauf antworten, das wird schon, muss man ein bisschen üben. Carsten, willst du was dazu sagen? Man gewöhnt sich an alles. Nein, es ist wirklich eine Sache der Mustererkennung. Menschen sind trainiert, Muster zu erkennen in Schriftzeichen. Und wenn du bisher nur eine Mustererkennung für C oder Pascal oder Java oder Ruby hast, dann fällt dir das schwer. Wenn du einige Zeit mit Force gearbeitet hast, dann ist das super einfach und du liest das wie jedes andere Zeug auch. Ja, das ist die Sache, OPM können. Ja. Also ich kann euch nur sagen, der Stack, der ist dann ziemlich unwichtig, wenn man länger programmiert. Ja. Er ist zwar da, man verwendet ihn dann einfach nur, aber man macht eigentlich relativ wenig mit OPN selbst. Das ist jetzt nur zum Herzeigen, wenn man den Stack versteht. Wenn man es dann verwendet, schreibst du auch die drei Formen. Aber wie oft schreibt man in C irgendwelche mathematischen Konstrukte, außer ein paar Additionen und Multiplikationen? Ja, bei dem zum Beispiel, Gerald, bei dem Beispiel, das du uns heute gezeigt hast, da war nichts mit dem Stack jonglieren drin.